Und weiter geht's hier in Far Cry 6. Wir sind immer noch dabei. Wo ist es? Da hinten uns ein bisschen Ruf bei den guten Monteros, bei der Familie. Mein Gott, da kriege ich gleich mal einen Frosch im Hals zur Aufnahme. Wunderbar. Einen guten Ruf bei der Familie Montero anzuschaffen, indem wir dem Töchterchen des Familienoberhauptes helfen, hier eine Plantage platt zu machen. Sie heißen Besucher, aber Clara hat vorgeschlagen, erstmal den Mechaniker. Ja, den habe ich ja schon kontaktiert. Und dieser Mechaniker, der hat gesagt, ey, hilf doch mal dem Töchterchen der Monteros. Und dann helfen wir auch. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Nein. Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter finden. Genau. Ah ja, Camila. Tue, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Westen übernehmen wollen. Ich gehe jetzt dorthin. Ich rufe dich an, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Danny. Carlos wird dich lieben. Da bin ich überzeugt von, dass Carlos mich lieben wird. Vor allem, wenn ich erstmal durch seine Plantage marodiert bin. Das wird auf jeden Fall cool werden. So, wir müssen da hinten hin. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Das heißt natürlich, dass wir da, hoppala, mit einem Vehikel unserer Wahl hinfahren. Da hinten fahren die Soldados. Und sag nichts, was sie verärgern könnte. Warte, da kommt ein Auto. Das sind Soldados. Das lassen wir ganz kurz erstmal. Wir fahren da erstmal ganz unauffällig hin. Hier mit dem LKW. Hallo, anhalten. Du bist ein Soldado. Okay, fahr weiter. Ich hab nichts gemacht. Alles gut. Komm, wir laufen jetzt erstmal zu Fuß dahin. Warte mal, in die Richtung müssen wir. Fährt hier nicht mal ein harmloses Auto vorbei? Das hier zum Beispiel. Guten Tag. Adelante, Mario. Oh shit, ich wollte nur die Tür aufmachen. Oh, sag mal, hallo, ich wollte nur die Tür aufmachen. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Oh Gott. Oh Himmel. Nein. Wer bist denn du? Keine Ahnung. Da stand Fahrzeug stehlen, nicht den Fahrer niedermetzeln. Oh Gott. Warte mal, wo soll ich denn? Ah, ich soll nach. Oh, eine schöne große Straße. Ich habe sie umgebracht. Wer mag denn das da sein? So, kommst du mal da raus. So. Warte, Moment. Moment, ich hab's gleich. Warte. Juhu! Jawollingen! Ich würde sagen, ich habe fertig. Sehr schön. Wer ist da drin? Ne? Jetzt kommt doch mal raus. Ich dachte eigentlich immer, ich kriege Punkte dafür, dass ich die befreie. Aber irgendwie... Pass doch auf! Was wie viel... Was ist denn... Ach, ihr legt euch mit den... Ja, ist okay. Ich fahr weiter, ne? Nicht mich überfahren. Nein. So. Einfach mal drüber und weiter. Ah, ist gut. Ich bin ja schon weg. Lauf, Katze, lauf. Der Motor qualmt. Warte mal. Moment mal. Ich muss mal das Ding reparieren. Ich sehe ja gar nichts. Was ist das für ein Vehikel? Oh, warte mal. Warte. Sag mal, kann ich da eigentlich hier so... Nee, ne? Es geht nicht. Ja, ich bin schon runter. Ich wollte nur gucken. Oh, shit. Jetzt aber... Panzer. Okay, raus. Raus. Heilen. Rüber hier. Weg. Nein, ist gut. Ist gut. Lauf, der Panzer. Der findet nicht... Oh, shit. Mach es aus.
Ist gut, ist nur ein Panzer. Nein! Gottes Willen. Ist gut jetzt. Huiuiui. Da sind wir dem Tod aber gerade noch mal von der Schippe. Huiuiui. Erstmal durchatmen. Du warst auch keine große Hilfe. Blödes Karnickel. Das war ein Karnickel. Katze. Ich wollte auf den Panzer und dachte, da wäre vielleicht die Luke offen. Ich könnte den raus, aber... Oh, guck mal, was haben wir da unten? Kann ich hier runter, ohne mir die Haxen zu brechen? Nein, aber ich hab's überlebt. So. Hey. Ja? Was kannst du mir sagen? Dani, die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet, um nach Guerrieros Ausschau zu halten. Warum stellst du dich ihnen nicht mal vor? Gracias. Warum kommst du nicht einfach mit? Kontrollpunkt Montezumas Rache. Ja, den könnten wir einnehmen, in der Tat. Kontrollpunkt. Aber erstmal brauche ich wieder ein fahrbares Vehikel. Dazu muss ich aber erstmal auf die Straße kommen. Ne, da oben komme ich... Wie komme ich denn wieder auf die Straße? Komm rüber da. So. Auf ein neues. Wen hat's denn hier erwischt? Ich war das nicht, das arme Tier. So, jetzt nicht umbringen, sondern nur... Das brauche ich. Ganz... Zum Teufel! Gehst du mal bitte... Danke. So, jetzt können wir uns eigentlich... Ruhe. Ich sagte Ruhe. Wie macht man das aus? Schnauze! Wie macht man denn das aus? Ach, pfeift doch der Hund drauf. Bleibt die Musik halt an. So, dann würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal den Kontrollpunkt ein. Was zum... Entschuldigung, Minka! Warum ist denn da ein rotes Pferd? Warum ist denn da ein rotes Pferd? Oh, hallo! Ach, das ist das rote Pferd. Es ist okay. Ich bin schon weg. Ist okay. Du musst aufhören, diesen Unfug zu treiben. Du musst ernsthaft spielen, mein Freund. Wow. Die Leute gucken sich das nicht an, wenn du nicht ernsthaft spielst. Du musst dich jetzt zusammenreißen und ein Profispieler werden. So, 500 Meter noch bis zum... Wer ist denn das? Ist das ein Böser? Nee, ne? Ist ein Guter. Alles okay. Sonst hätte ich ihn überfahren. Wie hupt man mit 5? Mit 4. Ist aber eine sehr leise Hupe. Ey, Karte! Hallo! So, warte mal. 200 Meter bis zum Kontrollpunkt. Ich würde mal sagen, wir steigen mal jetzt aus. Dann sind doch die komische Mucke los. Tag. Ist hier eine Straßensperre. Weitermachen. Ah, der fährt sogar drumrum. Hat er gut gemacht. So, warte mal. Wie machen wir das am günstigsten? Wollen wir es mal sneaky probieren? Wird natürlich nicht klappen. Recyceltes Glas. Wird natürlich nicht klappen, aber ich werde es probieren. Was ist denn meine Sneaky-Waffe? Das nicht. Aber das. Okay. Was rührt denn hier so? Ich sehe niemanden. Ein Kontrollpunkt. Ja. Richtig. Ist ein Kontrollpunkt. Da ist ein böser Junge. Und den Alarm sollte ich ausschalten. Da ist ein Alarm. Da ist auch ein böser Junge. Oder ein böses Mädel, ich bin mir nicht sicher. Nimm doch mal die lautlos Knarre, Mann. Hör doch mal auf hier mit dem
Vorsicht, der hat... Oh, da ist ein böser Junge. Soll ich mal den Alarm ausknipsen? Versuch bei Verstärkung zu rufen. So. Der ist zu weit weg. Warte mal, den müssen wir auch mal markieren. Unten bleiben. Mach es sneaky. Vorsicht, wo reitet der oder die hin? Keine Ahnung, wo es hinreitet. Hier ist es gefährlich. Was ist denn das für eine Erkenntnis, dass es hier gefährlich ist? Jetzt geht er da rüber. Was? Hi! Da ist doch gar nichts. Hör doch auf! Scheiße. Was denn? Da ist ein Ingenieur. Sakelo! Sakelo! Was heißt Sakelo? Irgendwo ist noch einer. Mieze? Such! Irgendwo muss noch einer sein. Benötigt Schlüssel zum... Wo ist denn der Letzte? Da drinne? Katze, wo ist der Letzte? Wow. Was denn? Irgendwo muss hier noch... Unten bleiben, das ist das Militär. Das ist auch das Militär. Jetzt ist die Frage, wo ist... Keine Ahnung, die Katze ist auf irgendwas draufgelatscht. Wenn er schon so dasteht und drum bittet... Ohne Witz, wo ist die letzte? Ich muss doch nur den Kontrollpunkt einnehmen. Ja, wirf ab! Wirf ab! Da kann ich jetzt nicht drauf reagieren. Ich muss erst den Kontrollpunkt einnehmen. Vielleicht auf dem Dach? Nee. Auch nicht. Ohne Witz, ich weiß nicht, wo die letzte ist. Da drin wird sie nicht sein. Da steht ein Panzer, ja. Da müsste ich aufpassen. Das ist aber nur ein Hund. Wo ist der? Wo ist die letzte? Da hinten. Das war er aber auch nicht. Der ritt hier nur mit seinem Gaul vorbei. Wo ist denn jetzt hier der letzte? Waffen wegpacken. Hier, die liegen alle, die machen alle nur Siesta, ist okay. Du stirb doch mal! Mann! Alter Verwalter. Ich will mal sagen, wo die letzte Person ist. Ich muss hier noch irgendwas muss ich hier noch machen. Vielleicht muss ich auch den Schlüssel holen. Das kann natürlich auch sein. Das ist eigentlich eine gute Idee. Irgendwo der Schlüssel. Okay, okay. Munition, Munition. Ich wette, ich muss vielleicht vorher hier... Na los. Halt die Kuschen. Wen habe ich denn alles umgebracht? Hier habe ich jemand umgebracht, da habe ich jemand umgebracht. Langsamer. Mach das mal kaputt hier. Ich bin verwirrt. Wie nimmt man den Kontrollpunkt ein? Ich dachte immer, indem man alle umbringt. Da tickt was. Ich kann ja mal hier reingucken. Kann man hier rein? Nein, da kann man nicht reingucken. Adelante, Maria! Hast du eine Ahnung, wo hier... Ich wollte kein Foto machen.
Echt, das war er? Okay. Kontrollpunkt eingenommen. Ich hab doch hier schon zwei auf den Gaul erschossen. Kontrollpunkt erobert. So, jetzt möchte ich aber mal hier rein. Und mal gucken, was hier so rumliegt. Zum Beispiel eine Karte und eine Kiste mit Dingen drin. Aha, MP. Okay, alles klar. Guck gerade mal. Ne, den Rest kann man so. Hier alles eingesammelt. Ja. Halt, da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch. Da. So, ich würde sagen, das haben wir ganz gut gemacht. Dafür kriege ich... Ihr habt die Raubkatze freigelassen. Das ist meine Raubkatze. So, ich fahre mal hier mit, wenn es schon mal da so dasteht. Und fahre natürlich weiter hier zum... Hoppala. Wie geht das bescheidene Radio aus? Ich hab's eigentlich schon mal... Ich hab's eigentlich schon mal gesehen. Radio, Radio, Radio an, aus. Da steht... Bindestrich. So, jetzt ist es auch aus. Und, kriegt ihr das hin oder soll ich helfen? Ich hab den Sunny erschossen. Bin total gemein. Warte mal, hatte der nicht was in dem schönen Auto? Medizin. Ja, ja, Medizin ist okay. So, wir fahren aber mit dem Ding weiter. Meine Güte! Du dusseliges Vieh! Fahr mir doch nicht immer... Nein, ich halte jetzt nicht an. Die ignorieren wir jetzt. Da können sich meine Kollegen drum kümmern. Juhu! Und wenden! Das Ding hat eine Straßenlage wie ein Panzer. Was ist zum Henker? Ich weiß nicht, was das war. Mizi, bist du da? Ja, Mizi kommt. Mizi ist unterwegs. Achtung, ich komme! So, was soll man da nochmal genau machen? Sie wurde auf der Tabakplantage... Also wahrscheinlich sollte die Dame suchen, oder? Hui! Quer fällt ein! Vielleicht sollte ich nicht direkt drauf fahren, ne? Okay, was ist der Trick? Der Trick ist, irgendwie da rein zu... Ja, da ist ein Auto. Ich hätte den Panzer nehmen sollen. Okay, komm, Minka, wir gehen da jetzt rein, du und ich. Bitte? Was war denn das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Militärfahrzeuge. Was ist das? Ein doofes Auto. Was soll ich denn da drin machen? Da ist niemand. Hier ist überhaupt niemand. Ich kann da natürlich einfach reinmarschieren. Und darauf hoffen, dass mich niemand sieht. Was macht die da oben? Knurrt ihr der Magen, Katze? Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wir haben auch hier Arsenal. Ja, da haben wir eine neue Knarre, aber die ist ja nur... Die wollen wir nur bei Gott nicht haben. Wobei, Maschinenpistole einzigartig. Ich wollte mal bei Amigos gucken, weil die Katze und das Kroko können ja aufsteigen. Körperregulierung. Ungezügelte Bestie. Was kann denn die Katze eigentlich? Die kann Geiz ist geil. Ich nehme mal lieber das Krokodil.
Kommt das auch? Bin mir nicht sicher. Hier ist niemand. Was mir irgendwie suspekt vorkommt. Was mich aber nicht daran hindert, jetzt durch die Vordertür reinzugehen. Hier ist überhaupt niemand. Das ist eine Falle. Hinter mir wird geschossen, aber ich glaube, das ist außerhalb. Die sehen alle ein bisschen tot aus. Cornia, dieser Espada ist nicht zu spaßen. Was ist eine Espada? Hier ist überhaupt niemand. Hier ist nur ein Schießpulver drin. Scheiß, noch eine Leiche. Was heißt eine? Da draußen liegen auch noch ein paar. Guck mal, wie Guapo da lang schleicht. Guapo ist so sneaky. Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Was denn für ein Messer? Wovon redet er denn? Hier stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Libertad wird organisierter. Es gab in der Generation wiederholte Versuche, die Feldproduktion zu zerstören. Was heißt Versuche? Ich hab die zerstört. Rund um die Uhr, Beförderung, Geld einstreichen. Ja, ja. Wer hat den ganzen Salat hier überfallen? Paria-Bedarfsmeldung. Tabakplantage benötigt höhere Anzahl an Parias pro Woche. Parias sind, glaube ich, die Zwangsarbeiter, ne? Ist gut, Kroko. Ich weiß, du magst die Flagge nicht. Ich auch nicht. Ich mach mal aus, falls... Adios, Verstärker. Adios, Muchachos. Ich muss gar nicht sagen, ich sehe gar nicht, wie lange ich aufnehme. Deswegen mache ich mal ganz kurz, ich schalte mal ganz kurz hier zurück zum Aufnahmeprogramm und schalte wieder zurück und es ist alles wieder in Ordnung. So, ich nehme auf 22 Minuten, ich kann noch ein bisschen, hahaha. So. Also, es ist merkwürdig, dass hier kein Mensch zu sehen ist. Das irritiert mich maßlos. Zweitens irritiert mich maßlos, wo ich hin soll. Hör auf, hinter mir rumzuschleichen, du dusseliges Krokodil, und vor allem stell dich nicht in den Weg. Pinga. Weißt du? Sie ist verdammt gut. Ach, das war die das Töchterchen hier, die hat die alle abgemurkst? Ja, hat sie mir die Arbeit gespart. Hallo, wie heißt es auch immer? Okay, hier ist nix, hier ist auch nix. Sie hat einfach alle umgebracht, aber wo ist sie? Unsere Wissenschaftler haben die Viren Na? In unseren Labors entwickelt. Und unsere Bauern züchten den verhinderten Tabak auf unseren Feldern. Unsere Arbeiter verpacken. Okay, das waren, glaube ich, nur die letzten Zuckungen. Ich dachte, er erzählt uns jetzt noch was. Was geht denn da oben, Mann? Ja, ich weiß es nicht. Wie soll ich denn da hin? Ach, das Krokodil hat die Tür aufgemacht. Die legendäre La Espada hat keine Angst zu sterben. Nein, hab ich nicht. Nein! Bitte! Oh, oh! Vorsicht, Messer! La Espada! Genau! Verdammt, bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Willi. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprech mich nicht zu töten. Ah, Gallo Villarreal! Au. Gallo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel!
Hast du alles? Nein, aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Gehen wir zu Papa. Ah, il Papa greift zum Grappa. Wunderbar. So. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Okay, Pferde ist immer gut. Mit Pferden habe ich eine gute Erfahrung. Pferde mögen mich. Ich sehe. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Ach, ach was. Militär wird uns am Arsch hängen. Da, mein Krokodil. Tu ihm nix. Eindringlinge! Soldaten am Boden! Eindringlinge! Ich geh ans MG, ja? Minga, wir haben Ärger. Da sind Eindringlinge! Ja! Wo sind sie? Da ist noch was. Feuer! Nein, nicht auf mich schießen. Oh, ich... Juhu! Ja, erwischt. Können wir den mal wegholzen da? So. Noch mehr? Da hinten ist noch irgendwas, aber ich weiß nicht wo. Da, ich sehe es. Moment. Ja, wenn du mir sagst, wo du bist, dann da. Ey, jetzt schon nicht. Wie leer? Scheibendreck. Leer, ich geb dir gleich leer. Boah, was bin ich heute? Was bin ich heute? Krass, oder? da ist irgendwas. Irgendwo ist da was. Boah, der nächste Treffer. Ich bin krass. Ich bin so krass. Aua, aua. Ich bin so krass. Wo sind sie denn alle? Aua, wo denn? Aua. Dann muss man... Aua. Hörst du auf? Es ist gut. Wer schießt denn da? Kurz mal Heilung. So. Rums. Uha! So, haben wir was getroffen? Ich glaube, ja. Sag mal, kannst du den mal... Wo ist der? Il Kamerad! Sag mal, du blödes Krokodil. Du machst eigentlich auch nichts, ne? Ach du Scheiße. Gibt es jetzt eigentlich irgendeinen Trick hier oder was muss ich machen? Erwischt. Wie, du brauchst Hilfe. Aua. Okay, geh mal kurz hier rein. Wo ist denn die Uschi? Was soll ich machen? Wir müssen den Soldaten vor der Plantage aus. Wir müssen die tatsächlich alle ausschalten. Ist gut da oben. Nicht doch auf mich. Sag mal, Mädel, du guckst in die falsche Richtung. Wo ist das Ding? Warte mal. Ja! Okay, der ist ein bisschen stabiler, als ich gedacht habe. Ist gut. Juhu! Okay. Hab's verstanden. Nein! Teufel, die Waldfee. Okay, den treffen wir so nicht. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Au, au, au. Nein! Ist doch jetzt kein Grund. Huh. So. Wir gehen einfach mal. Wir tricksen ihn jetzt aus. Wo? War da noch? Nee, hier war nichts. Der Hubschrauber geht mir auf die Nüsse an. Kann man eigentlich den Piloten da raus snippern? Weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Dann machen wir das anders. Dann doch mit dem schweren MG und der Explosivmunition. Ja! Gott. Oh. Juhu. Ziel abgeschlossen.
Du warst mir auch keine Hilfe. Dusseliges Vieh. Ich würde mal sagen, es war recht erfolgreich, oder? So ganz doof habe ich mir nicht angestellt. So viel zu leise. Gehen wir. Naja, was heißt leise? Leise ist immer so im... Sind die auf den Fersen? Im Vergleich zu einer Supernova waren wir recht leise, würde ich sagen, oder? So. Ja, Vamonos. Vamonos. Vamonos, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal, wie ich der Damsel in Distress den Pöter rette, den attraktiven, das sehen wir beim nächsten Mal. Ja, bis dann denn, euer Mr. Fleck.